Die Fußballschule Rummenigge ist wieder zu Gast auf Sylt. Über 40 Kinder, darunter viele kleine Sylterinnen und Sylter, lernen von den Profis. Das erfahrene Trainerteam mit Andreas Lichtner, Roland Thiel und Michael Rummenigge bringt den Kids die richtige Technik bei. Der Ball steht dabei im Mittelpunkt. Wir haben tolle Bedingungen hier. Wir haben 40 Kinder, drei Mädchen dabei. Mit unserem Soccer Fun Park hier. Gerade läuft das Fußballabzeichen, was wir ja machen, speziell extra für unsere Fußballschule. Und ab Sommer sind wir hier. Ab 6. Juli geht es 8 Wochen am Stück durch. Montag bis Freitag dann immer unser Camp. Nach dem altbewährten Programm. Trikothose Stutzen, dieses Mal komplett in den Nationaltrikotsfarben. Weiß, schwarz, weiß. Wir haben eine riesen Überraschung. Wir haben einen super WM-Pokal dieses Jahr für jeden Teilnehmer. Aus purem Gold natürlich. Und unsere Fußballschulabzeichen-Medaille, die auch dazu kommt. Ja, und wir sind froh, hier im, ich glaube mittlerweile 17. Jahr auf Sylt, dass wir so gut angenommen werden, und wir freuen uns über jeden Teilnehmer. Am Donnerstag machten die Kids das Fußballabzeichen. Ein Parcours mit verschiedenen Aufgaben musste absolviert werden. Es galt, möglichst viele Punkte zu erspielen. Auch Letizia hatte viel Spaß beim Training. In welchem Verein spielst du Fußball und wie oft in der Woche? Ich spiele beim Team Sylt, in der Landesauswahl, in der Kreisauswahl, und ja, es gefällt mir gut. Was habt ihr schon alles im Rummenigge Fußballcamp gemacht? Wir haben Dribblings gemacht, Torschuss, und gegeneinander gespielt. Und was hat dir am meisten Spaß gemacht? Die Spiele. Am Ende des sportlichen Wettkampfes gab es natürlich für alle die heiß begehrten Medaillen. Am Fußballtraining können Kinder von 6 bis 14 Jahren teilnehmen. Die Anmeldungen sind unter www.fußball-schule.de möglich. Auf unserer Homepage finden Sie die genauen Termine noch einmal gelistet. Für die Sommertermine gibt es bei Sylt TV wieder einige vollwertige Freiplätze zu gewinnen.